Es gibt verschiedene Situationen während oder nach Bildungsveranstaltungen, in denen man gerne Feedback einholen möchte. Das Tool Bitte Feedback ermöglicht es, rasch und unkompliziert einen Feedbackbogen zu erstellen und diesen dann per Code oder per Link mit den Teilnehmerinnen zu teilen. Das alles funktioniert ganz ohne Anmeldung und ohne persönliche Daten preiszugeben. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich gemeinsam an. Als erstes öffne ich die Website bittefeedback.de. Hier oben können Teilnehmerinnen später, wenn ich meinen Feedbackbogen erstellt habe, den Code eingeben und kommen so direkt zum Feedbackbogen. Dafür muss ich aber zuerst mal eine Umfrage erstellen. Zuerst gebe ich meinem Feedbackformular einen Namen. Das mache ich hier und dafür gebe ich einfach den Titel meiner Veranstaltung ein. Wenn ich das gemacht habe, drücke ich auf Erstellen. Jetzt gebe ich noch ein paar Eckdaten zu meinem Feedback an. In dieses Feld kommt mein Name und hier kann ich noch einen weiterführenden Link, zum Beispiel zu meiner Website, eingeben. Und hier unten kann ich schon mit meinen Fragen beginnen. Ich kann für jede Frage auswählen, ob es eine Frage ist, für die ich Sterne vergeben möchte oder ob es ein Textfeld sein soll. Um weitere Fragen zu erstellen, drücke ich einfach auf Frage hinzufügen und bekomme ein neues Fragenfeld. Wenn ich mit meinem Fragebogen zufrieden bin, drücke ich auf Erstellen und mein Fragebogen wird generiert. Jetzt werden mir die Zugangsdaten für meinen Feedbackbogen angezeigt. Es ist wichtig, dass ich diese nicht verliere, ansonsten kann ich nämlich meinen Fragebogen nicht teilen und auch nicht auf das Ergebnis der Umfrage zugreifen. Hier oben sehe ich auch schon den Code, den ich an meine Teilnehmerinnen ausschicken kann. Meine Teilnehmerinnen können den Code, den sie von mir erhalten haben, nun auf der Startseite von Bitte Feedback eingeben und schon kommen Sie zu meinem Fragebogen und können ihn nun ausfüllen. Hier erscheint dann auch der Link, den ich zuvor eingegeben habe. Eine weitere Möglichkeit, meinen Feedbackbogen zu teilen, ist es, diesen Link hier zu kopieren und an meine Teilnehmerinnen zu schicken. Wenn Sie dann auf den Link drücken, kommen Sie auch ohne einen Code eingeben zu müssen, direkt zu meinem Formular. Ich habe den Link jetzt an meine Teilnehmerinnen weitergegeben und würde gerne nachsehen, was meine Umfrage ergeben hat. Dafür drücke ich auf den letzten Link in der Liste. Jetzt kann ich mich durch die Auswertung jeder einzelnen Frage klicken. Bei den Bewertungsfragen wird mir hier oben eine durchschnittliche Bewertung angezeigt und darunter die Antworten der einzelnen Personen anonym aufgeschlüsselt. Bei den offenen Fragen werden die Antworten untereinander aufgeschlüsselt. Bitte Feedback ist ein Tool, das einfach zu verwenden, datensparsam und ohne Anmeldung nutzbar ist. Es beruht auf freier Open-Source-Software und eignet sich vor allem dann, wenn man ein Tool sucht, mit dem man sehr unkompliziert und schnell kleine Umfragen erstellen kann. Für alle, die ein Tool suchen, das etwas mehr kann, eignet sich Easy Feedback als Alternative. Es ist ebenfalls DSGVO-konform, in der Basisversion kostenlos und bietet mehr Optionen zur Gestaltung. Egal, wofür Sie sich entscheiden, wir wünschen Ihnen viel Freude damit.